Endlich im Jahr 2024 angekommen, gibt es einiges, worüber wir reden müssen. Und ja, worüber wollen wir reden? Ganz einfach, wir wollen über alles reden. Letzten Monat ist nämlich sogar das Support-Video ausgefallen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich wusste, dass es ansteht oder dass ich es machen sollte, aber dann habt ihr es ja bestimmt mitbekommen, haben wir angefangen zu renovieren und so. Und dann hatte ich einfach dafür keine Zeit und dann war es irgendwann 15. Dezember oder so, wo ich endlich mal Zeit gehabt hätte. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist irgendwie auch schon ein bisschen zu spät. Und deswegen dachte ich mir, na gut, komm, dann machen wir es jetzt einfach, egal, was soll's, fertig. Genau. Und das war eigentlich auch das Hauptthema, das Renovieren. Und aber, was jetzt einige nicht auf dem Schirm haben, also wir haben renoviert, also ich bin nicht umgezogen. Aber jemand aus meiner Familie ist umgezogen und zwar ausgezogen. Also ich wohne jetzt noch genau da, wo ich vorher gewohnt habe, zusammen mit meinem Bruder, aber ohne Eltern jetzt quasi. Und das heißt, es war einerseits dieses Haus hier, wo wir jetzt wohnen, renovieren. Es gab dann natürlich eine Übergabe, eine Mietübergabe. Und das muss man zwar mittlerweile, soweit ich weiß, gar nicht mehr. Wurde irgendwann mal geändert, letztes oder vorletztes Jahr, dass man tatsächlich gar nicht mehr vom Vermieter gezwungen werden kann, das Haus renovieren zu müssen bei Mietübergabe oder sonst was. Aber ganz ehrlich, wir haben ja 15 Jahre gewohnt und eigentlich nie wirklich renoviert, deswegen hat es das eigentlich einfach auch mal nötig gehabt. Also es gab schon einige Wände und so, die schon ein bisschen abgefuckt waren, einfach weil man halt so lange dran gewohnt hat, ohne mal irgendwas zu machen. Und deswegen hat es das eh nötig gehabt und man fühlt sich ja dann auch besser, wenn man eh alles neu einrichtet und dann halt auch alles frisch gestrichen und so weiter ist. Das hat schon gepasst so. Und genau, das war so das Hauptding. Aber wir haben halt auch einen Umzug gemacht. Also wir haben nicht nur renoviert hier und ein bisschen Möbel umhergeschickt, wo man sagen kann, na gut, das ist jetzt nicht so viel Aufwand. Wir haben trotzdem auch umgezogen und beim Einzug in das andere Haus mitgeholfen. Und das heißt, es war beides. Es war renovieren und umziehen. Und das war halt sehr viel Arbeit, da ist extrem viel Zeit draufgegangen. Obwohl ich sogar Urlaub hatte eine Woche, ist trotzdem sau viel Zeit da einfach draufgegangen. Aber das ist eigentlich auch verständlich, denke ich mal. Also habe ich trotzdem fast jeden Tag weiter gestreamt, bis auf einmal, glaube ich. Und ja, wir sind immer noch nicht fertig leider tatsächlich, weil dadurch, dass wir dann zwischenzeitlich wieder angefangen haben zu arbeiten und dann kam Weihnachten und Silvester, mein Bruder war eine Woche in London und so und ja, da ist dann einfach irgendwie alles auch ein bisschen wieder zusammengebrochen hier, was den Fortschritt anging, haben wir irgendwie alles auf Pause gemacht. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich eine lange Zeit mehr oder weniger Urlaub, zumindest muss ich nicht arbeiten gehen, aber ich muss weiter in die Hochschule, ins Studium. Und da ist jetzt gerade passenderweise natürlich, jetzt ist Weihnachten, Silvester gewesen, jetzt fängt die Klausurphase an natürlich. Und was dann noch dazu kommt ist, Ende des Jahres heißt immer Umsatzsteuererklärung, also auch da wieder eine Menge Sachen, die mich extrem nerven. Also ich habe nicht mal jetzt 2 Tage irgendwie mal irgendwie chillen können. Also ich habe bis zum 31. Dezember eine Seminararbeit machen müssen. Die habe ich erfolgreich oder erfolgreich weiß ich noch nicht, aber ich habe sie auf jeden Fall rechtzeitig abgegeben. Ein paar Stunden vor Abgabeschluss. Und dann müsste man eigentlich meinen, okay, jetzt können wir mal ein paar Tage chillen. Aber nein, 11. Januar schon die erste Prüfung wieder, die nächste Prüfung oder was auch immer. Plus Steuererklärung muss man bis zum 10. Januar einreichen. Das heißt, jetzt die nächsten 7 Tage jetzt wieder nur mit Lernen und Steuererklärung plus halt trotzdem nebenbei YouTube-Videos und Streams beschäftigt. Also kommt man irgendwie auch nicht mehr wieder voran. Und wenn das vorbei ist, kommt direkt die nächste Klausur und dann ist auch schon wieder Februar und das ist irgendwie alles momentan echt kacke. Also ich bin in einem Teufelskreislauf gefangen und komme nicht raus. Also ich weiß, wie ich rauskommen würde, aufhören zu zocken, aber da habe ich ja dann irgendwie auch keinen Bock drauf. Deswegen bleibt Zeit durchwachsen auf jeden Fall. Aber ich probiere jeden Tag ein bisschen irgendwie produktiver zu sein als am Tag davor. Hat eigentlich ganz gut geklappt, also zumindest bis zur Seminararbeit. Jetzt die letzten 2 Tage ist mir ein bisschen in Energie ausgegangen. Was auch daran lag, dass ich Silvester ein bisschen übertrieben habe, aber naja, das gehört halt dazu. Und genau, das waren eigentlich so die groben Sachen. Roomtour fragen immer wieder Leute, also diesen Monat safe, aber also die nächste Woche, wie gesagt, sieht sehr schlecht aus, jetzt bis zum 11. Januar. Danach wahrscheinlich irgendwann, wenn ich denn hier mal fertig bin. Wobei fertig werde ich noch lange nicht sein, denke ich mal, aber wenn ich zumindest halbwegs fertig bin. Genau. Und ansonsten haben wir jetzt dann aktuell ein paar Veränderungen sozusagen, oder das heißt Veränderungen, also eigentlich nur eine Neuerung. Ich habe jetzt noch einen neuen YouTube-Kanal, also ich habe jetzt insgesamt 3 YouTube-Kanäle, aber im Endeffekt nicht mehr, sondern eher einfach nur aufgeteilt. Also ich habe ja bisher auf meinem YouTube-Kanal Shorts, Highlights und Streams gemacht und meine normalen YouTube-Videos.
und die Highlights von den Streams, nicht alle, aber einige oder ab und zu welche. Und alle meine Shorts werde ich auslagern auf einen extra Kanal, weil da heißt es wohl, Shorts zerstören, also für Shorts soll man eigene Kanäle machen, weil die zerstören wohl bestehende Kanäle. Und zwar einfach deswegen, weil es halt Leute gibt, die quasi auf YouTube nur Shorts angucken. Und wenn du dann quasi Leute durch Shorts als Abonnenten gewinnst oder sonst was, abonnieren die deinen Kanal und schauen sich aber nur Shorts an. Wenn du aufhörst, Shorts hochzuladen, beziehungsweise wenn du eigentlich überwiegend, und das mache ich eigentlich auch, überwiegend normalen, langen Content auf YouTube hochlädst, also Videos über eine Minute im Endeffekt, dann schauen die sich das in der Regel nicht an, weil das einfach eine andere Demografie ist. Das ist einfach ein ganz anderer Zuschauerstamm. Ja? Das sind legit andere Menschen einfach. Nicht alle natürlich. Es gibt natürlich auch Leute, die schauen sich beides an. Aber die meisten Leute sind tatsächlich wohl, also ich habe schon mehrere Videos drüber gesehen, so dass die sich dann wirklich gesagt nur Shorts angucken, weil die doch von TikTok kommen oder einfach jünger sind, eine andere Altersgruppe, eine andere Zielgruppe und was auch immer sind. Und ja, dass man damit wohl aktiv seinen YouTube-Kanal zerstört, wenn man Shorts hochlädt oder zerstören kann im schlimmsten Fall, wenn man Shorts hochlädt und eigentlich aber langfristig eher auf anderen Content aus ist. Also die Shorts sind immer bei mir eigentlich nur was Zusätzliches, was ich so nebenbei mache, nicht etwas, was ich eigentlich hauptsächlich mache. Das ist eigentlich nur so eine Nebenbei-Tätigkeit, in Anführungszeichen. Und genau, das war es im Endeffekt auch schon. Das heißt, wir haben jetzt einen dritten Kanal. Link sollte hoffentlich in der Videobeschreibung sein. Und außerdem natürlich weiterhin mein Genshin Impact-Kanal. Der läuft auch weiterhin, wobei der jetzt im Dezember auch ganz schön gelitten hat. Also ich habe da auch nur sehr wenig oder ja sehr eintönigen Content hochladen können, weil ich einfach keine Zeit hatte für aufwendigere Videos. Einzige, was nicht wirklich darunter gelitten hat, ist weiterhin das tägliche Livestreamen und die Videos auf dem Hauptkanal, weil das halt meine Priorität 1 ist. Aber mal schauen, ob das jetzt auch noch so gut weitergeht. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, aber ich muss mal gucken. Genau. Ja, und das war eigentlich so eine kurze Zusammenfassung der letzten paar Wochen. Wie gesagt, weitergehen wird es jetzt auch wieder stressig, wie immer. Und vor allem läuft jetzt aktuell noch das Genshin Impact Streaming Event. Ich habe das letzte Streaming Event von Genshin Impact ausgesetzt. Jetzt habe ich wieder teilgenommen. Jetzt ist halt natürlich auch wieder so eine stressige Phase. Es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Aber naja. Also ich meine, theoretisch habe ich den ganzen Tag frei sozusagen. Und das heißt, eigentlich muss ich mich einfach nur zusammenreißen, dass ich halt möglichst effizient bin und nicht zu viel Zeit mit irgendwas Sinnlosem verplemper. Und ja, daran muss ich mich einfach nur selbst im Endeffekt ein bisschen halten. Dann wird das schon. Und was ich auf jeden Fall sagen will, ist, 2023 war ein extrem gutes Jahr. Also ich glaube, wir hatten so viele Aufrufe auf YouTube wie... Ja, ich weiß noch nicht, ob es rekordverdächtig war, weil ich halt, muss natürlich dazu sagen, ich habe im Jahr 2023 meinen Genshin-Content von meinem Hauptkanal genommen und auf einen neuen Kanal übertragen. Bis der mal anlief, hat lange gedauert, sag ich mal. Und ja, darunter haben die Views so gesehen auch ein kleines bisschen gelitten, I guess. Aber trotzdem war 2023 ein sehr gutes Jahr auf jeden Fall. Allein, dass ich es geschafft habe, den zweiten Kanal so aufzubauen nebenbei, hat gepasst auf jeden Fall. Zeitlich und kann eigentlich, wie gesagt, jetzt irgendwann noch besser werden. Also wenn ich mal fertig bin mit dem Studium vielleicht oder so, dann wird sich das alles hoffentlich auch sowieso ein bisschen langfristig verbessern, nicht nur kurzfristig. Aber ich muss mal gucken. Also es ist echt immer schwer zu sagen bei mir, weil Studium und so, ich weiß ja nicht, was ich im April, Juni, Mai machen werde. Also das ist halt Bachelorarbeit, das sind Prüfungen und so. Das kann ich jetzt unmöglich wissen, wie viel Zeit ich da haben werde. Und deswegen ist es bei mir immer so extrem schwierig, Prognosen zu treffen, wann mal irgendwas anders oder besser oder schlechter wird. Ist immer sehr schwer zu sagen, tatsächlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für euren Support das ganze Jahr über. Jeder, der den Stream guckt, jeder, der das subscribt, YouTube-Mitgliedschaften, Donations, einfach nur zuschaut, Kommentare schreibt, Videos guckt, Videos liked, ja, also wirklich danke an jeden von euch und ich hoffe, ihr bleibt auch 2024 mit am Start und es wird, wie gesagt, also jetzt mal auch um auf Live und die anderen Sachen sprechen zu kommen, die jetzt nicht so mit Stress zu tun haben, wird auf jeden Fall ein gutes Jahr, also ich glaube, dieses Jahr werde ich sehr viel erreichen in Live Universe, equip-technisch, ob nochmal FEC, ja, nein. Das wird jetzt ja wahrscheinlich jedes Jahr diese große Frage, kommt ein FEC-Server oder kommt keiner? Könnte das jährliche, keine Ahnung, Big Event oder das Big Thing in FLIVE Universe jetzt sein?
wo man sich immer entscheiden muss, spielt man da oder spielt man da nicht oder was macht man in der Zeit. Aber unabhängig davon denke ich, dass es dieses Jahr sehr viel erreichen kann. Nur Horizon war ja auch ein riesiges Update. Ich denke, das nächste Update wird eher wieder kleiner sein und nicht so viel Impact haben auf Equipment und so. Zumindest ist das meine Hoffnung, weil sonst wird es als Free-to-Play-Spieler irgendwann sehr, sehr schwierig mitzuhalten. Und ja, das bleibt auf jeden Fall auch spannend. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr supportet mich weiterhin. Zusätzlicher Support, neben dem, was ich schon gesagt habe, YouTube-Videos gucken, im Stream dabei sein, subscriben, YouTube-Mitgliedschaften. Einfach in der Beschreibung immer nachschauen. In der Beschreibung sind immer die aktuellen Links zu irgendwelchen Affiliate-Sachen. Wenn ihr zum Beispiel auf einen Amazon-Affiliate-Link klickt, dann bekomme ich halt eine kleine Provision, wenn ihr da was kauft. Und kostet für euch nichts mehr. Und genau. Jetzt werden nochmal alle Leute eingeblendet, die die letzte Zeit supportet haben. Und ich kann nur sagen, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten YouTube-Video oder Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.